Alrighty, sehr liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti. Wir sind natürlich wieder auf W49 zur Serveranalyse und die Players to Watch, beziehungsweise Players to Watch fangen wir an. Und weiß nicht, ob es im letzten Part Missverständnisse gab, aber ich nehme die Videos immer kurz nach 0 Uhr auf, auch jetzt. Und im letzten Part habe ich über die Leistung von Tag 2 gesprochen. Ja, es ging natürlich schon in Tag 3 über und der ein oder andere hat auch schon Sachen gemacht, die man in Tag 2 noch nicht machen konnte. Auch jetzt kann es passieren, dass Leute gewisse Sachen machen, die man erst an Tag 4 machen kann. Aber ich spreche tendenziell über die Leistung an Tag 3. Da werden wir auch gleich auf jeden Fall anfangen, kann ich euch sagen. So, jedenfalls gucken wir aber als erstes wieder rein in die Players to Watch. Da gibt's, ich habe irgendwie, warte mal, hier mehr Nachrichten bekommen, die ich noch gar nicht gelesen habe. Hi, can you look at my profile? Ah, okay, Sora. Mhm. Ah, okay. Naja, danke schön. Danke, Atomic. Und nice to know, der Gerät. Habe ich mir schon angeguckt. Kommen wir auch gleich dazu. Fangen wir mal an. Players to Watch. Also, ich glaube vom Level her haben wir jetzt Dark Phoenix auf 34. Und da haben wir zum Beispiel jemanden, der, glaube ich, zu dem Stand, wo ich das letzte Video gemacht habe, schon gespielt hat. Könnte ich mir vorstellen, weil da ist jetzt nicht so viel passiert. Er hat halt bestätigt, dass er sehr lange geblättert hat fürs Sammelalbum. Aber ich glaube, dass vom Level her da gar nicht so viel passiert ist. Ja, leider. Und bei Wither, warte mal, da muss ich sogar mal nachgucken. Ich mache mir ja keine Notizen. Ich glaube, Wither war nicht 39 zuletzt. Bei den anderen ist eigentlich grob schon was passiert. Aber tatsächlich muss ich bei Wither nochmal gucken. Wenn das Internet lädt, mich einlädt dazu. Ja. Ich könnte natürlich auch auf dem Handy gucken. Aber irgendwie, also das WLAN klappt gut beim Stream, beim Zocken. Aber wenn ich mal so eine Webseite aufrufe, klappt es nicht so nice. Jetzt ist gerade was passiert. Ja, da bin ich zu sehen. Nice. Mit unglaublich guter Qualität. Ach, jetzt ist er. Da stimmt, Wither war 32. Okay, Wither ist jetzt 39 und geht seines Weges als Krieger. Hat also 7 Level gemacht bei den Shadowhunters. Ich lasse mir das mal kurz hoch. Genau, da kann ich das immer mal angucken. Kommen wir danach zu, boah, das sind jetzt einige um die 50. Golden Astro, ist der jetzt anfänglich 50? Hat ein schönes Epic-Schild. Ich mag das eigentlich ziemlich. Also ich stelle mir halt auch wirklich vor, dass jemand mit dem Schwert da draufballern will oder so. Und dann kriegt er halt einen Stromschlag. Ja, sei denn, der hat Gummihandgriffe. Dann natürlich nicht. Aber hat sich auch mit den Steinen halt gut equipped. Ist auch im SA fortgeschritten. Geht auf jeden Fall seines Weges. Und wird wahrscheinlich gar nicht so ein schlechter Krieger overall sein. Könnte ich mir wirklich vorstellen. Ja, so grob, wie man sagt, ne? Kann er damit auf jeden Fall auch was erreichen. Und danach kommt jetzt im Moment mit Stufe 51 Torbein. Torbein war 39, glaube ich, zuletzt. Ähnlich fortgeschritten. Ja, insgesamt halt auf jeden Fall ein bisschen stärker unterwegs noch, der Kollege. Und der hat auch ein paar neue Steine auf jeden Fall drin. Das kann man sehen. Aber er ist jetzt nicht auf Epic Event gegangen. Also das hätte man machen können, theoretisch. Wenn man Lust dazu gehabt hätte, ja. Er hat jetzt aktuell einen Pilzverbrauch von 2000 geschrieben. Ich denke, da gibt es die Möglichkeit, auch das zu erreichen mit weniger Pilzen. Also hier müsste man wirklich vereinzelt mal nachschauen, wo man vielleicht ein paar Pilze zu viel ausgegeben hat. Und das werde ich hoffentlich noch schaffen zu dem W50 Bootcamp, zu der Videoreihe. Hoffe ich, dass ich das dann noch schaffe. Und ja,
Wenn du die Beschreibung anderer liest, verbringst du viel Zeit in Shakespeare-Shit. Hat er das vorher auch schon stehen gehabt? Ich weiß es gar nicht. Aber tatsächlich nutzen viele Leute die Beschreibung gar nicht mehr. Früher war das immer krass. Ja, da hat man sich die kreativste Beschreibung ausgesucht. Heutzutage, ich glaube, ich bin einer der wenigen YouTuber, der überhaupt da reinguckt. Und das muss schon was heißen. So, dann haben wir ein paar Spiele. Ah ne, hier Avox 54. Er hat gerade keine Gilde mehr. Ist sein Test schon beendet? Oder macht er gerade wegen der Festung hier irgendwas? Weiß ich nicht. Das wäre auf jeden Fall schade drum, wenn er jetzt nicht weiterspielt im Moment. Also, weil er da auch einen guten Stand hat. Es hat er jetzt nicht mehr großartig gemacht. Aber es sieht mir danach aus, wenn ich mal gucke. Er hat auf jeden Fall Levels gemacht heute. Er hat Levels gemacht. Das Lustige ist, dass er in der Gilde eigentlich... Ja, er ist in der Gilde gewesen, wo ich ja jetzt bin. Aber ich habe es nicht mitbekommen, wann das passiert ist. Da war ich nicht am Rechner. Ja, er hat ja gesagt, er will nur testen. Vielleicht hat ihm das auch gereicht, der Test. Aber wie gesagt, er hat schon keinen schlechten Battlemage da aufgestellt. Muss man mal so sagen. Deshalb ist das auch okay. Achso, er hat es hier geschrieben. Nur noch als Beobachter von Shortcode hier. Also er will ihm... ja, Mann, zum Thema Beschreibung lesen, ja. Er hat das aber, glaube ich, im ersten Part, wo ich das Video gemacht habe, noch nicht drin stehen gehabt, diesen Satz, ja. Also das möchte ich mal an der Stelle auch erwähnen, dass er das noch dazu geschrieben hat. Avox, komm, Butter bei den Fische. Erzähl mal, wie viele Pilze du gebraucht hast, um das Endergebnis an 3 Tagen zu erreichen. Du kannst mir das gerne auch privat schreiben. Ich muss es auch nicht zwingenderweise erwähnen, aber für mich wäre es ganz interessant, weil ich ja auch nicht umsonst ein Battlemage hier genutzt habe auf dem Server. So, dann würde ich sagen, können wir ihn eigentlich rausnehmen. Haben wir jetzt... Ach, guck mal, hier ist wieder was passiert. Es hat sich geupgradet. Wir hatten gerade 2 55er, jetzt ist aber einer 56, das ist Hunter Z. Ja. Wahrscheinlich vielleicht ein Dungeon gemacht. Hunter Z war vorher auf Stufe 45, also hat da auch ein paar Level gemacht. Ganz entspannt, würde ich mal so sagen. Ich hasse das immer zweimal drauf zu klicken. Hier zum Beispiel, also wenn das ja wirklich ist, dann müsst ihr mal mit Torbein sprechen, wenn er da weniger Pilze ausgegeben hat. Aber wie gesagt, das kann ich jetzt nicht hundertprozentig bestätigen, ist auch wurscht. Und Phil, ich glaube Phil war der andere um 55 gerade noch. Der war 47 gewesen, ist jetzt auf 63 hoch. Hier sieht man auf jeden Fall auch ein recht gutes SA. Also recht gut, wir werden uns gleich nochmal angucken, was jetzt wirklich so... Top-SA wäre, aber hier sehen wir auch aktuelle Steinchen, definitiv. Bei ihm habe ich gar nicht geguckt. Die halt sind auch recht aktuell, aber er hat halt Glücksteine drin. Also ist gar nicht so schlimm, mal einen Glückstein drin zu haben, gerade wenn man keine Epics hat, aber 2 ist schon dann wiederum ein bisschen Mangel wahrscheinlich an grünen Steinen. Übrigens, ich auf meinem Char habe noch keinen einzigen blauen Stein erblättert und tatsächlich habe ich schon jetzt 14 Mal geschürft oder 15 Mal, also auch nice, ja, blaue Steine sind bäh. So, der Phil, ja, hat er einen kleinen Satz gemacht, auf jeden Fall GZ dazu, er kommt danach Universe, der war ja zuletzt auch schon nicht so schlecht unterwegs mit 48, ist jetzt auf 67, das heißt, er kann schon in den, in den Hexenkessel was werfen und ist kurz vor den Pets. Das wäre echt gut. Es ist schade, dass er nicht die 75 irgendwie geschafft hat. Vielleicht am Dungeon hängen geblieben. Nicht auf Stufe 70 halt gekommen, um dann den nächsten Dungeon-Schlüssel erblättern zu können. Das ist halt auch immer ganz praktisch. Da hätte man die Pets gehabt, aber vielleicht schafft das heute. Wäre ganz nice. Weil dann kann er nämlich auch auf die Pets gehen und hat nicht so viel Tage Rückstand bei den Pets. Ja, also die Pets sind für das Midgame schon relativ wichtig. Aber er hat jetzt auch nicht so Hardcore... Ich weiß halt nicht, wie die Shadowhunters dastehen. Insgesamt. Ah, doch. 309 dritte Halle ist nicht so schlecht. Ich glaube, da ist der Abstand zu den Top-Gilden jetzt auch nicht mega. Also Wrong World nehmen wir mal leicht raus.
Ja, aber der Abstand ist auch nicht so groß. Also er hätte, ne, er hat gar nicht viele Steine gesucht. Das muss man ja nicht. Ne? Man muss ja keine Pilze hier ausgeben. So dolle zumindest. Trotzdem hat er Level gemacht. Und dann haben wir den Esther. Oder Esther. Ist neu hinzugekommen. Bogenschütze. Guildleiter von den Shadowhunters. Der hat sich auf jeden Fall das Epic Event gegönnt. Muss man sagen. Und hat heute 75 erreicht. Ist sogar auf 79 hochgekommen. Der nächste Step ist, glaube ich, der Heilige Gral mit 85, den man ja dann in der Mine finden kann. Und ich glaube, mit 90 der Schmied. Ich glaube, Stufe 90 ist der Schmied. Schmied ist sehr nice, damit man seine schon errungenen Steine halt weiter nutzen kann bei besseren Items. Aber gut, Epic Event ist halt auch vorbei. Aber trotzdem, Esther hat das hier geschafft. Was hat er denn eigentlich in der Beschreibung stehen? Was ist denn Auswurf von Hans Russo eine starke Übrigens, ja, zum Thema Ausbau, ne? Ich habe es gerade ja gemerkt durch das Glücksrads-Event, was ja war. Krass, also das Gold, was man sich da erdreht hat, das konnte man ja fast komplett für die Ausbaut nutzen. Also ich bin von 6,6 auf 9,9 nur mit dem Glücksrad. Das ist schon hart. Das ist krass, das gab's ja sonst auch nicht. Das ist ziemlich nice to have, auf jeden Fall, dieses Feature mit dem Gold. Man muss auch Glück haben. Ich hatte auch ein bisschen Glück, dass ich da einige Male aufs Goldfeld gekommen bin, tatsächlich. Aber schon fetzig, hat Spaß gemacht, muss ich sagen. So. Und jetzt kommen wir nochmal zu Shortcode. In meiner Liste der erste und aktuell einzige über 100. Und das als Battle Mage. Das wäre jetzt im Vergleich zu Avox nämlich auch nochmal ganz interessant. Ungefähr doppelt so hoch vom Level. Was hat er denn ausgegeben? Es ist ganz klar, dass er Epics geblättert hat. Und er hat auch Steine geskippt. Die Steine sind insofern relativ aktuell, weil die Steine, ne, er hat ja die gleiche Ritterhalle im Prinzip wie Universe oder auch ich. Aber die Steine, die er schürft, sind halt besser. Entweder weil er eine höhere Mine hat oder eben wegen seinem Level. Ich glaube, hier liegt es mehr am Level. Wenn man ein höheres Level hat, werden die Steine auch besser. Und die sind alle relativ gleich auf. Das ist auch so ein Zeichen, dass er sie relativ frisch erblättert hat. Und ja, also die Skills her, die sind nicht mehr so weit weg von der Mordmaschine. Und das Nice für ihn ist, dass er ja, sobald er 105 wird, halt Arena Manager freischalten kann. Und Arena Manager ist halt eine Sache, die ziemlich stark Pay to Win genutzt werden kann, um den Char langfristig zu stärken. Also Arena Manager ist wirklich, so ungern ich ihn spiele, sehr, sehr wichtig, dass man ihn sehr früh bekommt, wenn man langfristig erfolgreich pilzen will auf einem Server. Ja, das ist auf jeden Fall wertvoller, den Arena Manager zu pilzen, als teilweise ohne dem Arena Manager viele Dungeons zu machen. Also ich glaube, da kann man sogar im Prinzip günstiger kommen mit dem Arena Manager, auch wenn es trotzdem teuer ist. Ja, also das gilt aber auch nur, wenn man Hardcore-Pilzer ist. Ja, also wenn man so Medium-Pilzer ist, dann ist der Arena Manager teurer. Da sollte man ihn Free-to-Play spielen, wenn es geht. Aber die Hardcore-Pilzer sollten definitiv den Arena Manager komplett boosten. Und sich dadurch besseren Runen schnappen, um dann bei den Dungeons weniger Versuche zu brauchen. Das ist es halt. Ja. So, so sieht es also aus. Erstmal in den Players to Watch. Und wir gucken natürlich nochmal genau die Anhalle. Ein bisschen was hat man schon gesehen. Und es hat sich angedeutet, Wong World übernimmt hier fast komplett die Top 30. Ja. Da haben sie sich was vorgenommen. Weiß nicht, ob die alle ursprünglich bei Wong World waren. Wir haben die drei Spieler über 200. Das hatten sie sich auch angedeutet. Mephi wäre übrigens hier mit wahrscheinlich einer sehr langfristigen Spielweise auch. Wenn er bisher noch gar kein Berserk gespielt hat. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Aber Mephi habe ich auf jeden Fall auf einigen Servern ja schon gesehen. Ja, 221 Topwert nach Tag 3. Da ist jetzt auch nichts mehr wirklich passiert. Hier Day 2, also wie gesagt, für mich ist Tag 3 Sonntag. Na, also Freitag ist Tag 1, den man spielt, bis 0 Uhr. Samstag ist Tag 2. Und Sonntag ist dann eigentlich Tag 3 aus meiner Perspektive.
kalendarisch gesehen. Deshalb müsste er hier, glaube ich, Tag 3 schreiben, weil am Tag 2 war es nicht. Aber im Prinzip ist es auch egal letztendlich wiederum. Ja. Also, na? Und hier sieht man halt auch, dass die Steine haben um die 180. Ist sogar davon auszugehen, dass sie beide die gleiche Mine haben. Wahrscheinlich auf 1. Das könnte jetzt passieren, dass sie die hochziehen. Also wenn man jetzt die nächsten Tage hier drauf guckt und sie deutlich bessere Steine haben, haben sie Mine hochgezogen. Wegen der Unterwelt. Das kann sein, aber bisher hat noch keiner die Unterwelt. Aber Pets haben ja schon einige auf jeden Fall. Das ist ja klar. So. Minato hier als Kundschafter auch dabei. Sehr weit oben, 159. Er war ja auch schon an Tag 2 eigentlich so ein Aushängeschild auf dem Server als Kundschafter. Mal gucken, wie weit er nachziehen will die nächsten Tage und Wochen. Zivo müssen wir noch erwähnen, der war vor Tag 2 auch schon relativ hoch, jetzt 264. Da kann es auch sein, dass er als Bersi jetzt dann morgen auf 200 kommt oder so. Also es ist möglich, ne? Allein durch die Dungeons. Dann haben wir Shortcode eben hier als Kampfmagier. Aber er ist halt nach wie vor nicht alleine. Also hier die anderen sind da knapp dabei. Es ist krass, tatsächlich, wie viele ja, Battle Mages hier unterwegs sind auf der relativ guten ja, Top 30. Ja. Ein paar Magier haben sich jetzt auch hier auf jeden Fall gefestigt. Da haben wir den Biernot dabei. Warum habe ich den Biernot eigentlich? Warte mal, Biernot hat sich da auch bei mir gemeldet. Den habe ich ja gar nicht reingenommen in die Liste. Ja, Biernot, hier auch nochmal. Wahrscheinlich nicht komplett jetzt mit dem Level Epic Event gespielt. Ach ja, SA wollten wir uns angucken. Also SA von 71% ist hier aktuell am höchsten. Man muss sagen, bei den hochgelevelten Spielern kommen auch durch die Dungeons ein paar Prozente, also ein paar Bilder dazu. Aber ich sag mal, jeder, der jetzt an die 60% SA hat, ist da sehr, sehr gut unterwegs. Und da muss ich sogar auch noch ein bisschen nachholen, aber auch immer aufs Level gesehen, ist das gar nicht mal so verkehrt. So, haben wir sonst noch was? Genau, Sora als Dämonenjäger auf ganz, also gutes Level, aber der nächste ist auf 50. 56. Da hat sich Sora einen guten Vorsprung erspielt. Und wo ist der Assassine? Was hat der Assassine noch gemacht? Sulyashi, 108 hat er gespielt. Und das als Test für W50. Da ist er höher gekommen als ich auf S41. Ein bisschen höher. Ja, ich weiß, was ich damals ausgegeben habe. Das ist schon nicht so wenig gewesen. Aber da habe ich auch, also, nicht wirklich sehr effektiv gespielt. Also jetzt würde ich auch weniger ausgeben, wahrscheinlich. Trotzdem muss man da schon ordentlich investieren. Druiden sind irgendwie hier gar nicht so vertreten, ne? 79, 78. Da sind die Kundschafter. Also es ist selten, dass Kundschafter stärker unterwegs sind als Druiden so overall. Aber das kann sich noch entwickeln über die Dauer, über die Zeit. Ich habe ja so eine Musik im Hintergrund bei Shakes and Fish, das bin ich gar nicht gewohnt, ey. Ansonsten ist jetzt hier, ja, also wir haben in den Top 100 ist fast jeder über 50 immerhin. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spieler über 100. Eragon ist kurz davor, der eine oder andere wird da auch noch nachziehen. Das ist jetzt im Vergleich zu den anderen Servern natürlich schon einige schlechter. Wir haben ungefähr, ich würde mal sagen, Pi mal Daumen, so 130 Leute auf 50 oder ja, und das hat man sich ja eigentlich auf den anderen Server gar nicht angeguckt. Das müssen wir uns mal auf W50 angucken. Wie viele Spieler sind auf W50 nach 3 Tagen über Level 50? Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, eure Vermutung.
So, das war's jetzt aber auch wieder mit dem Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Zeigt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr Bock habt. Mir fällt noch eine Sache habe ich vergessen, Sora. Ja, ich habe schon über dich gesprochen, but I will talk about you in English. I am very surprised that you choose to be Demon Hunter, actually. And I'm actually knowing that you have the good performance. I could try to guess how many mushrooms you had to buy to do this. And I think... I'm actually curious about the mushrooms paid of you and Tsuyashi, to be honest, on the server. And yeah, I just was talking about that your stones are actually quite new, and I think that you have to to clear the mort machine, and I think it could be hard for you. Perhaps a pity that you don't get an epic weapon, but I wish you good luck, man. I wish you good luck. So, habe ich das auch noch gemacht. Ich weiß nicht, ob der überhaupt englischsprachig ist oder so, aber da ich ja keine Untertitel einbaue, haben wir es jetzt so gemacht. Ne? Also das war's von mir, haut rein, macht der Tschüss und Servus, euer Basti.